Hey Leute, zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt es ein weiteres Video für euch. Und ich habe mir heute mal gedacht, wir machen heute nochmal ein Shop-Update zu dem Event-Geburtstag von Fortnite Rettet die Welt. Heute ist ja eigentlich der erste Geburtstag von Rettet die Welt. Battle Royale ist erst ein bisschen später rausgekommen, aber es wird auch ein Battle Royale gefeiert. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich mache heute dann zu diesem Event nochmal einen kleinen Gegenstand-Shop-Durchblick, was heute im Gegenstand-Shop ja neu dazugekommen ist und so weiter, Leute. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like, eine Posewertung und ein Abo der Leute. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß im Video. Let's go! Auf jeden Fall ist ja heute der erste Geburtstag von Rettet die Welt. Wie schon gesagt, wird auch in Battle Royale gefeiert und bei der vorgestellten Skins-Seite sind auf jeden Fall wieder mega geile Skins, also auch relativ viele Skins jetzt auf der vorgestellten Gegenstandseite zu sehen. Und zwar beginnen wir jetzt mal mit der linken Seite. Und zwar haben wir auf jeden Fall auf der linken Seite den Rex-Skin, wie man von dem Rex-Skin, der ist auf jeden Fall mega nice, gepartnert mit dem Dino-Commando-Skin. Sind diese beiden Skins derzeit im Shop, sind auf jeden Fall wieder mega, mega geile Skins. Mir gefällt der Dino-Commando-Skin etwas ein bisschen besser, Leute, aber muss auch jeder selber entscheiden. Kosten jeweils 20 Euro, sind aber auch mega nice. Dazu haben wir nochmal zu dem Dino-Commando die passende kräftige Spitzhacke. Ist auf jeden Fall mega nice, wir können hier nochmal einen Sound abspielen lassen. Sonst die Spitzhacke mega nice und für 1200 V-Bucks auch zu empfehlen. Sonst haben wir nochmal den Gleiter von dem Dino Commando Skin. Ist auf jeden Fall auch ein richtig geiler mega Gleiter. Kann ich nur weiterempfehlen. Macht auch richtig geile Soundeffekte. Ja, für 1200 V-Bucks auf jeden Fall empfehlenswert. Dann kommen wir nochmal zur kleinen rechten Seite vom vorgestellten Gegenstand Shop. Wir haben auf jeden Fall hier den dunklen Vorhut Skin. Das ist ja eher die weibliche Vision vom dunklen Reisenden, den man eben der Battle Pass 3 durch den Battle Pass bekommen hat. Jetzt haben wir wieder den dunklen Vorhut Skin im Shop. Ist eigentlich ein mega geiler Skin. Eigentlich gefällt mir der dunkle Reisende Skin vielleicht sogar noch ein bisschen besser als dieser Skin hier eigentlich. Aber sonst ist er eigentlich richtig geil. Und auch für die Leute, die auch diesen Art von Skins gefällt, kann ich auf jeden Fall auch nur weiterempfehlen. Und ja, sonst haben wir zu diesem Skin noch die zwei Gleiter. Und zwar haben wir hier nochmal Weltraum Shuttle 1, das hier mit dem weißen Rumpf, könnte man sagen. Und dann das mit dem schwarzen. Haben auch richtig geile Animationen, auch dieses Feuer im Hintergrund, also dieses Feuer, das auch dann durch die Turbinen rauskommt und so weiter, ist auch wirklich mega geil. Also die Gleiter vom heutigen Shop sind auch wirklich mega geil. Und ja, kann ich auch nur weiterempfehlen, für 1200 V-Bucks auch nur mega nice. Dann kommen wir nochmal zur täglichen Gegenstandsseite, Leute. Und zwar gibt es hier mal die Schattenagentin. Wie schon gesagt, werde ich ein bisschen hier nur ein bisschen durchskippen und nicht alles jetzt nochmal ein bisschen erklären oder so. Ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, gibt es heute mal die Schattenagentin. Ist auch ein wirklich mega geiler Skin. Kann man sich auf jeden Fall um 1000 V-Bucks gönnen. Nur empfehlenswert. Dann kommen wir nochmal zum zweiten. Und zwar haben wir nochmal ein kleines Symbol. Und zwar ist es hier Baltrix. Ist auf jeden Fall auch richtig als Mode. Wurde ja anlässlich zur WM dann in Fortnite hinzugefügt. Und da kann ich eigentlich nur weiter empfehlen, wer das Fußballthema liebt, kann sich auf jeden Fall diese Mode kaufen. Dann kommen wir gleich nochmal zum dritten Skin. Und zwar haben wir hier die Dschungelspeerin. Ist auf jeden Fall auch ein richtig geiler Skin. Ist eher wieder so ein 8. V-Bucks-Skin. Also eher so ein Schwitzer-Skin, könnte man sagen. Aber sonst ist es wirklich richtig geiler Skin. Auch dieser Standard-Skin, der auch ein bisschen nur verändert wurde, aber auch in meinen Augen mega nice. Und um 800 V-Bucks kann ich diesen Skin auch nur weiterempfehlen. Dann kommen wir noch zur letzten Reihe. Und zwar haben wir hier nochmal den Sichelschläger. Der Sichelschläger ist auch wirklich eine wirklich geile Spitzhacke. Und die werde ich mir auch gleich mal gönnen. Und zwar, Leute, die Sichelschläger hat auch so einen ähnlichen Sound wie die Sense, was auch wirklich mega geil ist. Kann ich nochmal kurz abspielen lassen. Ist auf jeden Fall mega nice und ja, ich kann auf jeden Fall die Spitzhacke nur weiterempfehlen. Dann kommen wir nochmal zu den letzten zwei Gegenstand-Shop-Items. Und zwar haben wir nochmal den Emote-Zauber. Kennt, glaube ich, auch jeder und ist auf jeden Fall auch ein relativ beliebter Tanz. Und für 5 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall den Tanz gönnen. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Und ja, dann kommen wir nochmal zum letzten Item. Und zwar haben wir nochmal den Fossilfluggleiter.
Und ja, das ist nochmal ein Gleiter, der auch zum diesem Dino-Thema gehört. Ist auch ein Teil des Dino-Wächter-Sets. Also gehört auch auf jeden Fall zu diesen zwei Skins. Die haben natürlich auch noch diesen anderen Gleiter, diesen hier. Aber auf jeden Fall, das ist auch so eine billige Variante. Und ja, auf jeden Fall ist das Gleiter eigentlich relativ cool. Für 500 V-Bucks natürlich jetzt nicht dieser teuerste. Wobei auch 500 V-Bucks schon relativ teuer sind. Hat eben noch ein paar Kratzer. Und ja, ist wie schon gesagt eher die billigere Variante vom anderen Gleiter. Und ja, mir gefällt der Gleiter jetzt nicht so gut. Deshalb kann ich jetzt nicht so weit empfehlen. Aber für die Leute, die diesen Gleiter eher mögen und für 500 V-Bucks kann man diesen Gleiter dann noch kaufen. Und ja, sonst kann ich euch diesen Gleiter nur weiterempfehlen. Und ja Leute, das war's mit dem Gegenstandshop vom heutigen Tag. Wie schon gesagt, heute um 10 Uhr kommt das neue Update, also der neue Patch 5.1. Und ja, ich werde auf jeden Fall nochmal heute einen kleinen Stream machen. Also schaut auf jeden Fall dann noch am Abend vorbei. Und ja Leute, noch ein kleines Thema wollte ich hier nochmal ansprechen. Und zwar können sich vielleicht einige von euch an die Skins Warpaint und Teamleader erinnern. Ich kann euch hier nochmal ein Foto einblenden. Und zwar geht es genau um diese Skins hier. Viele feiern diesen Skins. Und zwar hat auch Epic Games gestern getweetet, Leute, dass diese Skins in Battle Royale reinkommen. Jedoch bekommt es nicht jeder, sondern nur die Leute, die sich in Rettet die Welt eins von diesen vier Paketen gekauft hat. Also ein Rettet die Welt Paket. Nur diese Leute bekommen den Warpoint und diesen Rose Team Leader Skin gratis in Battle Royale, Leute. Ist immer mega geil. Auch so ein kleines Geschenk von Fortnite, dass wir uns Rettet die Welt gekauft haben. Wirklich mega geil und ich freue mich auf jeden Fall über die Skins. Ich werde natürlich dann im Stream auch ein bisschen zocken. Ja, ich würde mal sagen, das war es auf jeden Fall mit dem heutigen Shop, mit den ganzen News drum. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like, eine Postbewertung und ein Abo, Leute. Und ja, sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Schaut auf jeden Fall dann nachher nochmal bei meinem Livestream vorbei. Und ja, haut rein. Bye. Ciao. Ciao. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is